Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Weltweite Proteste hat der neue Atomtest der Franzosen im Südpazifik ausgelöst. Regierungen vieler Länder und Umweltschutzorganisationen machten ihrer Empörung Luft. Frankreich hatte in der Nacht trotz internationaler Bedenken und Einsprüche unter dem Mururoa-Atoll eine Bombe mit einer Sprengkraft ähnlich der von Hiroshima gezündet. Der Test ist nach vierjähriger Pause Auftakt zu einer ganzen Serie von Nuklearversuchen. Die Pariser Führung verteidigte ihr Atomprogramm und tat ausländische Reaktionen darauf als überzogen ab. Heiko Engelkes berichtet. Lautsprecherdurchsagen kündigten auf dem Mururoa-Atoll die letzten Minuten vor der Explosion an. Nach einer Überprüfung der Messinstrumente und der Sicherheit gab der befehlshabende General im Kommandozentrum den Befehl zum Countdown. Dann explodierte in 600 Meter Tiefe in einem Schacht unterhalb des Atolls die Bombe. Energie von etwa 20 Kilotonnen wurde frei, so viel wie die Bombe von Hiroshima. Die Druckwellen der Explosion erreichten Sekunden später die Oberfläche der Lagune. Das Wasser kräuselte sich, warf Schaum auf. Ungefähr 10 Sekunden lang waren die Erschütterungen auf der Insel zu spüren. Der kommandierende General vor einigen Journalisten, bevor ich zu Ihnen kam, habe ich im Kommandozentrum erfahren, es gab keinerlei radioaktive Austritte. Über Kabel war der Explosionsherd mit den Messeinrichtungen verbunden. Nur in der kurzen Zeit von 2 Millionstel Sekunden konnten Daten empfangen und registriert werden. Danach verglühte der Container mit der Bombe. Im französischen Außenministerium wurde die internationale Presse zusammengerufen. Der Minister sprach sogar Englisch. Wir müssen, so der Minister, unsere Abschreckungswirkung bewahren. Für die Sicherheit Frankreichs und, so das neueste Argument, für die Sicherheit Europas. Am Abend demonstrierten an der Bastille mehrere Tausend gegen den ersten Atombombenversuch. Neben Greenpeace, den Parteien der Opposition und zahlreiche Organisationen, für die Staatspräsident Chirac mit seinen Tests einen großen Irrtum begangen hat. Demonstrationen gab es auch in anderen Teilen Frankreichs. Angesichts der weltweiten Protestfälle versucht sich die französische Regierung mit allen Mitteln zu rechtfertigen. Sie geht sogar so weit, die Protestwelle als übertriebene Hysterie abzutun. Dabei wächst auch der Widerstand im eigenen Land. Über 60% der Franzosen sind gegen die Atombombenversuche. Über die Hälfte befürchtet eine politische Isolierung des Landes. Besonders scharfe Kritik an den neuen Atomtests haben die Staaten im Südpazifik geübt. Das Echo reichte von Demonstrationen der Bevölkerung gegen das Vorgehen Frankreichs bis hin zu diplomatischen Schritten einzelner Regierungen. Aus der unmittelbar betroffenen Region Berichte von Robert Hettkemper und Stefan Niemann. Tahiti in der Stunde danach, vor dem Haus des französischen Hochkommissars. Es protestieren 12 bis 15 Leute, eine obskure Splittergruppe der Unabhängigkeitsbewegung. Die Zahl der zuschauenden Journalisten und Kameramänner ist größer. Später fliegen noch ein paar Steine. Im Pressezentrum der Armee demonstrieren Schafszüchter aus Frankreich. Insgesamt 14 Personen werden festgenommen. Die Schafszüchter sind allerdings schnell wieder frei. Auch 4 Japaner und ein australischer Abgeordneter werden auf Polizeiwachen gebracht. Pressekonferenz der Armee in Papeete, da ist plötzlich die Weltpolitik über die sonst eher verschlafene Südseeinsel hereingebrochen. Rund 180 Mal sind in den letzten 30 Jahren beim Mururoa Atombomben gezündet worden, bis 1972 gar überirdisch. Diesmal waren die Augen der Welt darauf gerichtet. Auch dies ist Tahiti in der Stunde danach. Selbst vor Mururoa hat man die Explosion nicht gespürt. Schäden und Gefahren sind seit Jahrzehnten nicht unmittelbar wahrnehmbar. Wir haben etwas Spannung, sagte ein Regierungssprecher, aber nicht viel. Die Nacht blieb ruhig. Wahrscheinlich mag hier niemand die Atombombe. Aber der Wohlstand der Insel hängt ab von Zuschüssen aus Frankreich, von Geldern für die Bombentests. Das ist die traurige Ironie, dass man sich hier Sorgen macht um das bevorstehende Ende der Bombentests. Dann wird die Demonstranten- und Medienkarawane weitergezogen sein und die Leute hier wieder allein. Tahiti ist eine kleine Bühne. Bei so viel Medienpräsenz steht jeder Aktionist schnell im Rampenlicht. Die Polizei ist nervös, aber die Festgenommenen sind inzwischen bis auf 2 alle wieder frei. Wenige Stunden nach dem Atomtest ließen in Sydney die ersten Demonstranten ihrer Wut freien Lauf. Australier und Neuseeländer sind geschockt, dass all ihre bisherigen Proteste offenbar vergeblich waren.
Umso erbitterter forderten sie heute den endgültigen Teststopp und den Abzug der Franzosen aus dem Pazifik. Die australische Regierung hat den Atomtest heute mit ungewohnter Schärfe verurteilt. Es ist ein Akt der Dummheit, nichts, was wirklich sein musste. Australien wehrt sich, wie es sich noch nie gegen eine andere Demokratie gewehrt hat. In Wellington haben heute Demonstranten Rechenschaft vom französischen Botschafter verlangt. Auch in Neuseeland liegen die Nerven blank. Die Regierung hat ihren Gesandten aus Paris zurückgerufen und den französischen Botschafter einbestellt. Ich habe ihm unmissverständlich klargemacht, dass Neuseeland aufgebracht und frustriert ist. Die französische Regierung hat die weltweite Empörung und Verurteilung der Tests einfach übergangen. Der erste Atomtest der Franzosen hat in Australien und Neuseeland zu einem politischen Nachbeben geführt. Bislang richteten sich die Protestveranstaltungen hier allein gegen die Atompolitik Jacques Chiracs. Seit heute stehen alle Franzosen am Pranger. Selbst Parlamentsabgeordnete rufen hier nun offen zum totalen Boykott aller französischen Produkte und Firmen auf. Die Atommächte Russland und USA reagierten mit Bedauern auf den Schritt Frankreichs. Moskau sprach von einer ernsthaften Gefahr für eine atomare Abrüstung. Washington forderte Paris auf, bis zum angestrebten weltweiten Atomtestverbot auf weitere Versuche zu verzichten. Die EU-Kommission betonte, sie könne Atomtests nicht verbieten, sei aber unzufrieden über die Informationspolitik der Franzosen. Auch hierzulande wurde Unmut deutlich, allerdings warnte Bonn vor einer Belastung der freundschaftlichen Beziehungen zum Nachbarn. Der heftigste Protest in Bonn kam von der Straße. Vor der französischen Botschaft demonstrierten rund 70 Greenpeace-Anhänger. An der Aktion nahmen auch die beiden Vorstandssprecher der Bündnisgrünen teil. Sie kritisierten die französischen Atomtests als ein Zeichen von anachronistischen Großmachtsinteressen. Wir sind überzeugt, dass der französische Staatspräsident nicht aus Gründen der Sicherheit, sondern aus Gründen der nationalen Reputation und des Ablenkens von den wirklichen Problemen, die seine Gesellschaft wie andere Gesellschaften Europas prägen, diese Bombe zünden lassen hat. Direkt aus der Debatte im Bundestag kam Joschka Fischer. Dort war am Morgen ein Antrag von SPD und Grünen gescheitert, der die Tests aufs Schärfste verurteilen sollte. Die Regierungsseite hatte betont, man wolle die wichtigen Beziehungen zu Frankreich nicht belasten. Die Bundesregierung hat deutlich und klar gesagt, wir bedauern, dass es dazu gekommen ist. Wir sind anderer Meinung. Ich persönlich füge noch hinzu, dass ich glaube, dass solche Atomtests nicht mehr in unsere Zeit passen. Die Greenpeace-Demonstranten kündigten unterdessen an, ihre Mahnwache auch in den nächsten Tagen fortzusetzen.